Die Idee zu Goldberg ist schon vor längerer Zeit entstanden. Wir haben ein Konzert gemeinsam gespielt in Hannover, wo unsere syrischen Kollegen ein Stück aus dem Notenbüchlein von Anna Magdalena Bach gespielt haben. Und das hat mich so inspiriert nachhaltig, dass ich, als wir im Streichtrio die Goldberg-Variation angefangen haben zu arbeiten, immer wieder an dieses Arrangement denken musste. Und ich bin froh, dass wir jetzt dieses große Projekt geschaffen haben, in dem wir die gesamten Goldberg-Variationen angehen und darüber uns unsere Gedanken machen und die gemeinsam entdecken. Das Besondere an dem Projekt ist, dass sich wirklich zwei Trios treffen, die aus unglaublich unterschiedlichen Traditionen, Musiktraditionen kommen. Wir natürlich mit unserer klassischen Ausbildung sind es gewohnt, irgendwie da so eine Herangehensweise zu haben, die für Bach geeignet ist. Aber unsere syrischen Kollegen sind das wahrscheinlich nicht, obwohl ich gelernt habe, dass die auch Bach studieren im Studium in Syrien, aber nie wirklich Bach spielen. Und das zusammenzubringen ist, glaube ich, eine unglaublich schöne Idee. Der Arrangementprozess ist auf jeden Fall der längste jetzt in dem Prozess, weil der uns von Anfang an begleitet hat. Wir haben ja direkt, nachdem klar war, welche Idee wir umsetzen wollen, uns immer wieder online getroffen und haben die Noten angeschaut und überlegt gemeinsam, wem kommt hier welche Idee. Wir hatten ja die Idee, dass es sich von Bach hin zu immer mehr arabischer Musik entwickelt. Das heißt, wir mussten gucken bei den ersten Variationen, wie können wir noch nah an Bach bleiben, und bei den letzten Variationen, welche Freiheiten haben wir, welche Freiheiten wollen wir uns nehmen. Bearbeitung bleibt natürlich bei vielen Musikern ein offenes Thema. Manche werden sagen, auch Skandal, auf keinen Fall. Die anderen werden sagen, naja, warum nicht? Schöne Musik bleibt schöne Musik, egal welche Besetzung es ist. Natürlich, wir haben uns trotzdem sehr viel Gedanken gemacht. War uns wichtig, dass das Konzept ein großes Bogen ist und dass die Formel, die große Formel von Bach mit alle Variationen, die zwei Aria und auch die in zwei Teile oder dass die Variationen in dreier Gruppe funktionieren. Jede dritte hat einen Kanon. Und diese Reihenfolge gibt es auch in der arabischen Musik. Also wir haben auch unsere Reihenfolge von der Musik, von der arabischen Musik, nämlich Dulab oder Longa am Anfang, und dann kommt Taksim. Und dann nach dem Taksim kommt Mawal, oder nach dem Mawal kommt Muwashah oder ein Lied. Das ist eine musikalische Formalität auch von der arabischen Musik. Und dann habe ich mir überlegt, also wo könnte das gut passen? Und dann von 22 bis 24, also es war exakt richtig, wo kann man das genau einsetzen kann. Arabische Musik ist improvisatorische Musik. Das funktioniert eigentlich, dass eine Melodie kann man nicht zwei- oder dreimal selber spielen, weil es gibt jeder Wiederholung gibt es viele Verzierungen, und so funktioniert auch die Improvisation. Vor diesem Projekt habe ich natürlich sehr wenig improvisiert. Ein bisschen in moderne Musik, aber gar keine mit zum Beispiel syrische Musik. Was Besonderes mit der arabischen Improvisation ist die Zeit mit klassischer Musik. Man will sehr viel sagen oder sagen mit einer klaren Struktur. Und da ist die Zeit viel länger und mit weniger Material auch. Also wir lernen in unserer klassischen Ausbildung selten was über Improvisation im Allgemeinen, aber vor allen Dingen auch nicht über arabische Improvisationen. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung für uns. Genauso für unsere syrischen Kollegen, die Genauigkeit, genau das zu spielen, was da steht, und dann auch noch mehrstimmig, was eigentlich in deren Musik selten vorkommt.
Die arabische Musik besteht aus Sätzen, die dicht sind und nah. Tarararararara zum Beispiel. Aber bei Bach sind die Intervalle sind sehr groß. Und auch Bach-Musik ist sehr polyphonisch, also mehrstimmig. Arabische Musik ist einstimmig. Es gab Variationen, zum Beispiel die 29. Tatsächlich kam mir ganz klassisch eines Nachts diese Idee, ach komm, lass doch mal eine dieser Makams auf den Bach-Original-Notentext legen und schauen, wie das klingt. Makam sind Tonleiter. Es gibt viele arabische Makams. Und dann habe ich das ausprobiert und ich fand, es klang irgendwie völlig abgefahren, aber total cool. Und dann haben wir das in der Probe ausprobiert und dann hat Ibrahim gesagt, das weiß ich noch genau, ja, das ist irgendwie cool, aber es ist zu viel und Abdelhadi kann so früh nicht singen, er muss erst satt sein von dem, was davor ist. Okay, er muss erst satt sein. Also, was können wir machen? Und dann kam die Idee, dass wir erst das Motiv von Bach original spielen und es dann ins Arabische verändern, damit auch Abdelhadi dann mehr satt ist. Dann war die Herausforderung, dass die arabische Makam ja sich selber erklärt mit nur vier Tönen. Und wenn man dann aber eben Bach kombiniert mit zum Beispiel Hijaz Makam, kann es eben plötzlich sein, dass man Fis, G und As auf einem Schlag hat. Und dann sagen wir natürlich alle, okay, ich krieg Ohrenkrebs. Das geht so überhaupt nicht. Also haben wir versucht, Kompromisse zu finden. Oder was heißt Kompromisse? Eigentlich nur einfach unseren Weg. Ich bin in der Musikhochschule Damaskus studiert. Ich habe klassisch-arabisch Gesang studiert und das war meine Auswahl, weil ich mag Gesang, seit ich Kind war. Daneben habe ich selber Oud gelernt, ohne dass ich Lehrer brauche, weil das Instrument Oud ist sehr traditionell und es gibt fast in jedem Haus ein Oud-Instrument. Wenn wir Bach bearbeiten wollen, dann soll ich erst die Noten gucken, damit ich weiß, welche Taktart ist das und ob Percussion passt für ein Stück oder nicht, ob sie echt melodisch kompliziert oder viel los ist in den Noten. Danach kann ich entscheiden, welche Instrumente passt. Rik und Darbuka sind die arabisch traditionellen Instrumente. Darbuka kommt ursprünglich aus Ägypten. Damals ist es aufgebaut von Keramik und man setzt auch eine Fischhaut auf die Darbuka. Momentan ist anders aufgebaut. Die Texte, die ich ausgewählt habe, die stammen aus verschiedenen arabischen Dichten. Eigene Dichte sind Liebesgedicht und die anderen sind auch Liebesgedichte, aber zu Gott. Und das nennt man Sufi-Gedicht. Die Sufi-Gedichte sind schon lange berühmt in islamischen Kultur. Und man dachte, wenn du diese Texte hörst, dass jemand hat für seine Geliebte geschrieben, aber eigentlich die ist Liebe zu Gott. Wir mussten natürlich im Streichtrio unsere westliche Herangehensweise an diese Musik ein bisschen fallen lassen, weil zum Ende hin der Variation wir viel mehr in der Klangwelt Syriens zu Hause sind, als wir vielleicht bei Bach zu Hause sind. Bach, seine Musik ist einfach genial, also universell. Also kann man irgendwie auch, die Musik bietet dir was an. Ich glaube wirklich, das ist meine Meinung, damals, wenn Bach
ein Bezug zu arabischer Musik oder, keine Ahnung, ein Ausflug nach Aleppo gemacht hat, wirklich, da konnte er auch was schreiben oder was komponieren. Die Idee zu Goldberg ist schon vor ziemlich langer Zeit entstanden und deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass es jetzt stattfinden konnte. Und ich glaube, es ist wirklich was Besonderes geworden. Steht Bijmana Sawa, also Bijmana Sawa bedeutet also, macht uns gemeinsam. Und so ist das heute Goldberg-Version. بالورق بالفي بالنبعات بنزيح جناحك بريشة بنمرجحك مع زرقة النسمات.